Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Peter Tauber von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der Worte von Frau Nahles und Herrn Gysi bin ich erstmal geneigt, mein Redemanuskript beiseite zu legen und doch noch mal auf zwei, drei Punkte einzugehen. Also eins ist unstreitig. Dort, wo es in der Zeitarbeit zu Missbrauch kommt, haben wir doch einen weitgehenden Konsens, dass wir das nicht wollen und dass wir gemeinsam auch überlegen müssen, welche Schritte unternommen werden müssen, um das künftig zu unterbinden. Aber, und der Wahrheit die Ehre und der Erfolg der Pädagogik liegt ja manchmal in der Wiederholung, wir müssten uns mit diesem Problem nicht rumschlagen, wenn Sie das damals rot-grün vernünftig geregelt und organisiert hätten. Das, glaube ich, gehört zur Wahrheit auch dazu. Und das wollen wir an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Und dann kommt noch eins hinzu. Was Sie hier machen, die Aneinanderreihung von Negativbeispielen, Sie zeichnen ein Zerrbild der Zeitarbeit, das mit genauso vielen Positivbeispielen belegt, in der Wirklichkeit nicht standhält. Und Sie versündigen sich an diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument. Das will ich Ihnen sehr deutlich sagen an dieser Stelle. Und Herr Gysi, wie weit Sie weg sind von der Wirklichkeit, sieht man ja allein daran, dass Sie hier von Tausenden von Ingenieuren schwadronieren, die in der Zeitarbeit ausgebeutet und benutzt werden. Sie wissen genau, dass der Anteil der Akademiker bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Zeitarbeit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Und Frau Nahles, natürlich trifft man in der Lufthansa Lounge auch keine Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer. Vielleicht kennen Sie auch wenige persönlich, um Positivbeispiele wahrzunehmen. Ich habe Freunde und Bekannte, die haben über das Instrument Zeitarbeit ein festes, unbefristigtes Arbeitsverhältnis bekommen. Die sind froh, dass sie diese Chance hatten, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und deswegen ist es richtig, dass wir an diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument festhalten. Sie wissen genauso gut, dass ein Großteil derjenigen, die Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer sind, vorher eben arbeitslos waren. Und dass es eben stimmt, dass es ein erster Schritt wieder in ein unbefristigtes Beschäftigungsverhältnis sein kann, den sogenannten Klebeeffekt. Und was damit zusammenhängt, brauche ich hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Natürlich gibt es den auch. Natürlich müssen wir darüber reden, wie man das noch verbessern kann. Aber Sie können es nicht völlig vom Tisch wischen. Diese Schwarz-Weiß-Malerei, die Sie betreiben, wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Und das kann man auch zum Antrag der SPD an dieser Stelle sagen. Wenn wir Ihrem Antrag folgen würden, dann würde Zeitarbeit in Deutschland zu einem völlig ineffektiven Instrument. Dann können wir es gleich sein lassen. Und das kann niemand ernsthaft wollen. Und deswegen wird Ihr Antrag, glaube ich, von uns auch zu Recht abgelehnt. Die spannende Frage ist, was Sie machen, wenn wir das Gesetz, das das Kabinett beschlossen hat, auf den Weg bringen. Ob Sie dann den Mut finden, das, was Sie hier wortreich beklagt haben, den Fall Schlecker, den Sie sozusagen wie so eine Monstranz vor sich hertragen und verallgemeinern, ob Sie dann zustimmen, wenn wir das eindeutig regeln. Und da, glaube ich, muss man noch mal deutlich sagen, da ist Ihre Kritik an der Ministerin, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ziemlich daneben. Denn natürlich hat das was mit dem Handeln und Auftreten der Ministerin zu tun, dass Schlecker angekündigt hat, diese Methode nicht weiter anzuwenden. Und darüber hinaus hat die Ministerin eben durch eine Personalaufstockung und eine weitere Verbesserung der internen Verfahren bei der Bundesagentur für Arbeit dafür gesorgt, dass die Überwachung der Zeitarbeitsunternehmen verbessert wird. Also Untätigkeit an der Stelle uns vorzuwerfen, nachdem man selbst Verursacher des Problems ist, das finde ich eine spannende Dialektik, die Sie da an den Tag legen. Da schauen Sie vielleicht an der Stelle auch noch einmal in den Spiegel. Und deswegen ist es richtig, wir machen das jetzt. Die christlich-liberale Koalition macht das jetzt. Wir machen ein Gesetz zur Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung. Das ist eine kluge Lösung, die die Drehtürklausel ausschließt, die aber das Instrument Zeitarbeit weiter sozusagen im Portfolio lässt, um Menschen wieder dauerhaft in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln. Hinzu kommt ja auch, das gehört dann noch dazu, dass wir damit ja eben auch eine EU-Richtlinie umsetzen. Und zwar setzen wir die ein Jahr um, bevor
das fristgemäß sein muss. Während Sie sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen sind, die der Kollege Weiß so treffend hier beschrieben hat. Auch das gehört an dieser Stelle zur Wahrheit. Das müssen Sie sich an der Stelle noch mal von hier sehr deutlich sagen lassen. Ansonsten bleibt es dabei. Dort, wo es Missbrauch gibt, muss der bekämpft werden und er muss auch beim Namen genannt werden. Das ist nicht das Problem. Ein Zerrbild zu zeichnen löst aber das Problem nicht, sondern es führt nur dazu, dass man die Chancen nicht im Blick hält. Wenn Sie uns unterstützen bei der Bekämpfung des Missbrauchs, dann nehmen wir diese Unterstützung gerne an. Ich rufe Sie aber auch dazu auf, die Chancen zu erkennen und uns dabei ebenfalls zu begleiten. Das wäre ein vernünftiges Verhalten und eine vernünftige Regelung. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Nicht nur, weil bald Weihnachten ist, überlegen Sie sich das und machen Sie mit. Denn die Zeitarbeit, und dabei bleibe ich, ist ein gutes Instrument, das wir intelligent nutzen müssen. Herzlichen Dank.